Morgen und hallo wieder auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bzw. in diesem Video möchte ich mit euch über Therapiemöglichkeiten einer Depression sprechen, bzw. ich möchte sie einfach kurz vorstellen. Die genauen Inhalte, was dann genau in diesen einzelnen Therapieformen passiert, die gucken wir uns dann in einem gesonderten Video an. Jo, los geht's! Eine der gängigsten Therapieformen ist die Einzeltherapie. Da steckt eigentlich schon ein Name drin, um was es geht, beziehungsweise wie die ganze Geschichte funktioniert. Da sitzt halt der Patient bzw. der Betroffene zusammen mit seinem Arzt, Therapeuten zusammen und spricht einzeln die Probleme an und die Möglichkeiten, wo man da entgegenwirken kann. Neben der Einzeltherapie gibt es auch die Möglichkeit, Depressionen in einer Gruppe zu behandeln. Dabei macht man sich verschiedene Mechaniken, die in einer Gruppe auftreten können, zunutze. Diese ganze Geschichte nennt man dann halt auch Gruppenphänomene. Ein Gruppenphänomen ist zum Beispiel, dass in einer Gruppe eine ganz andere Dynamik entsteht als jetzt in einem Einzelgespräch, weil jeder ja verschiedene Erfahrungen einbringen kann und sich da entsprechend dann diese Gruppendynamik dann halt entwickelt. Das zweite Gruppenphänomen, was man sich gerne dann halt zunutze macht in dieser Therapieform, ist dann halt dieses Phänomen der Übertragung. Und ergänzend zu diesem Phänomen der Übertragung kommt dann noch das Phänomen der Effekt der Gruppenübertragung. Die nächste Therapieform, die ich euch jetzt gerne vorstellen möchte, ist die Verhaltenstherapie. Die Verhaltenstherapie hat drei Ansätze, wie sie gerne ansetzen möchte. Der erste Ansatz ist, dass das Verhalten, das bei bestimmten Reizen oder Aktionen, die passieren, an den Tag gelegt wird, dass dieses Verhalten komplett gelöscht wird. Das nennt sich dann Extinktion. Zweite Möglichkeit ist, wie so eine Verhaltenstherapie oder worauf eine Verhaltenstherapie abzielen kann, ist, dass die Reaktion, die auf den Reiz erfolgt, dass die verändert wird. Also angepasst wird. Das nennen sie dann Gegenkonditionierung. Der dritte Ansatz der Verhaltenstherapie ist, dass der Patient dann halt an den Reiz gewöhnt wird und dann nicht mehr in seine Muster, die er jetzt dann aufgebaut hatte, dann halt zurückfällt. Das Ganze nennt man dann Habituation. Die vierte Möglichkeit, die ich euch heute zur Behandlung von Depressionen vorstellen möchte, ist die Hypnose. Bei der Hypnose macht man sich den Zustand der Trance zunutze und auch die Möglichkeit, in diesem Zustand halt Suggestionen auszulösen. Eigentlich so eine der klassischen Arten, Depressionen zu behandeln, ist die Medikamentierung. Auf die Medikamentierung gehe ich jetzt aber an dieser Stelle nicht mehr so weiter ein, denn da habe ich ja schon mal bereits ein Video gemacht. Wenn ihr mögt, schaut einfach mal in die Videoliste, da werdet ihr die Zusammenfassung von Medikamenten zur Behandlung von Depressionen finden. Ja, das war die Zusammenfassung bzw. eine Kurzvorstellung von einigen Therapiemöglichkeiten. Mir ist selbstverständlich bewusst, dass es neben diesen Therapien, die ich jetzt gerade ganz kurz umrissen habe, natürlich noch weitere Therapien gibt. Die werde ich aber euch gerne dann halt nochmal in separaten Videos vorstellen, beziehungsweise wenn ihr Fragen zu einzelnen Therapien habt, stellt sie ruhig unten in den Comments. Ich sage ja immer, und ich meine es auch wirklich so, wenn ihr eure Fragen, wenn ihr eure Wünsche und eigenen Interessen hier mit einbringt, was euch am Thema Depression, Behandlungsmöglichkeiten und was man alles machen kann, wenn ihr das mit einbringt, dann ist das hier für uns alle eine lebende Community und das ist so mein Ziel, dass ich das hier zusammen mit euch gestalte. Ich darf mich wieder bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Es war wieder toll mit euch. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Macht es gut. Ich wünsche euch wie immer an dieser Stelle alles, alles Gute. Ich freue mich auf euch. Bis dann.